wenn es um Medien geht und wenn es um Fußball geht, dann gibt es einen Namen, der damit untrennbar verbunden ist. Und zwar mit Dr. Robert Niemann. Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Get Your Expert. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Robert, du bist Kommunikationsexperte, du bist Medienexperte und auch Fußballexperte. Erzähl mal so zu deiner Vita, die ja wahnsinnig spannend klingt. Ja, danke dir. Also ich habe klassisch im Mediengeschäft angefangen. Mein Vater war Verleger und hat schon 1974 mit dem Franz Beckenbauer zusammen das Fußball-Weltmeisterschaftsbuch gemacht mit Testimonial Franz Beckenbauer auf dem Cover. Und habe dann BWL studiert und Publizistik promoviert, Psychologie im Nebenfach, studiert Markt- und Werbepsychologie. Und habe dann angefangen 1993 für Leo Kirch zu arbeiten, 6 Jahre lang. Und habe dort eben das klassische Content-Vermarktungsgeschäft, Fernsehgeschäft, war bei ProSieben in der Programmdirektion lange. Und einfach Lizenzvermarktung gelernt. Und bin dann über verschiedene Stationen, Sony Pictures und RTL-Gruppe, dann 2008 Geschäftsführer bei der Fußball-Bundesliga in Frankfurt geworden, von der damaligen DFL Sports Enterprises, der heutigen Bundesliga International, die zuständig ist für die gesamte weltweite Vermarktung aller Rechte, also Fernsehrechte, Licensing, Merchandising, bis hin damals auch schon zum Digitalen, die Webseite und mobile Endgeräte. Und so bin ich dann eigentlich über die Vermarktung aus dem Mediengeschäft nach 15, 18 Jahren in den professionellen Fußball gekommen und habe da dann eben sehr stark alles gemacht und auch gelernt, was nicht auf dem Fußballplatz stattfindet und nicht während den 90 Minuten live. Und das ist nicht zu unterschätzen und ist ein Wahnsinn. Also Fußball ist Entertainment, ist eins der interessantesten oder Sport generell Entertainment-Produkte. Fußball in Deutschland sind mit Abstand die Live-Rechte, die teuersten Rechte, die es gibt. Und ich habe dann eben auf Liga-Ebene gearbeitet, war dann für eine kurze Zeit Geschäftsführer vom TSV 1860 hier in München, habe also auch auf Club-Ebene das Fußballgeschäft gemanagt, kenne quasi alles, was im Boardroom passiert, nicht auf dem Platz, aber im Boardroom. Bin dann seit 12 Jahren selbstständig und habe die FIFA als Beratungskunde seit vielen Jahren, habe also eben auch auf föderaler Ebene Erfahrung und habe bis vor ein paar Jahren den Oliver Kahn gemanagt und vermarktet, der jetzt Vorstandschef vom FC Bayern München geworden ist. Die Medienwelt an sich hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig verändert. Es ist auch das Lizenzgeschäft in einer Veränderung. Wo liegen da heute für dich die Herausforderungen? Oder sagen wir so, du bist ja auch, wenn ich das sagen darf, ein alter Hase der Medienbranche. Es hat sich ja wirklich in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig viel getan. Ja. Wo siehst du die Herausforderung und die Faszination auch? Und wo siehst du auch die Zukunft? Ja. Also wenn man sich das anschaut, ganz früher wurden Bücher verlegt, dann wurden Kinofilme produziert, die dann auch ins Fernsehen gekommen sind. Und dann gab es dann Entwicklungen wie Talkshows oder formatbasierte Produktionen bis hin zum Live-Fußballspiel. Was der große Unterschied ist, die Produktionskosten sind extrem nach unten gegangen. Es wird sehr viel mehr Content produziert als früher. Wenn man auch hier die 4 Kameras anschaut am Set, es ist einfach einfacher und günstiger. Es ist aber auch ein sehr starker Bedarf nach digitalem Content da. Das ist mal die eine Komponente. Und die viel spannendere ist eigentlich die breiteren Vermarktungsmöglichkeiten. Ja? Parallele Vermarktungsmöglichkeiten im linearen, im On-Demand-Bereich, ja? Im Free, im Pay. Alle Verwertungs- und Nutzungsformen bis hin zu Cliprechten, die dann wieder auf speziellen Plattformen ausgewertet werden, wie YouTube und so. Diese Vielfalt gab es früher nicht. Es gab früher die klassische Verwertungskette, egal in welchem Bereich. Und heute ist es ein digitale, komplexe Vielschichtigkeit, die natürlich auch mehr Businessmodelle zulässt. Ich glaube, das ist fast ein eigenes Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Noch etwas zu deiner Person. Was fasziniert dich generell an Medien und an Fußball und der Kombination dabei? Die Hauptfaszination durch meine Prägung und meinen ganzen Lebenslauf ist der Content, sind die Inhalte. Und es geht eigentlich um die kaufmännische Verwertung von geistigem Eigentum. Das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Ja?
manifestiert durch das Urheberrecht, durch die Rechte am Werk. Und ein Fußballspiel ist auch ein Werk. Ja, also die FIFA natürlich kontrolliert die WM, die UEFA, die Europameisterschaft und die Champions League. Und die Bundesliga kontrolliert halt über die DFL den Wettbewerb der deutschen nationalen Meisterschaft. Und diese Dramaturgie, die dort drinnen ist, auch, sagen wir mal, immer dieser Begriff Character-Driven Entertainment. Ja? Und Fußballspieler sind Character, so wie Gladiatoren vor 2000 Jahren in Rom, die in einem Format, in einem Rahmen, in einem Wettbewerb Entertainment-Inhalt liefern. Und daran, die Rechte an diesen Wettbewerben, die kaufmännisch zu verwerten, das ist eigentlich meine Passion. Ich glaube, über die Rechte und welche Möglichkeiten es damit gibt, darüber sprechen wir in einem gesonderten Interview. Ja. Ich sage an dieser Stelle jetzt mal Dankeschön. Dankeschön an dich. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, zum Beispiel, welche Möglichkeiten sich mit Fußball ergeben oder auch wie man eine Marke überhaupt etabliert, über diese und viele andere Themen spreche ich bei Get Your Expert mit Dr. Robert Niemann und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch mit dabei.